So, hallo meine Lieben, hier ist der Malkiel und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ihr seht ein bisschen ganz viel irgendwie. Ja. Es wird wahrscheinlich ein längeres Video werden, denn ich habe mir die Frage gestellt, vielleicht ist es einfach mal gut, wir schauen auch mal ein Thema an, was wir vielleicht mitgebracht haben aus einem Vorleben und was sich in diesem Leben einfach als Schatten auch äußert. Und vielleicht kann man auch etwas mehr noch über dieses eine Vorleben sagen. Ihr seht hier meinen Obsidianspiegel auf der Energieplatte, meinen handgemachten Goldenergiestab, mit dem ich arbeite. Ihr seht hier übrigens meinen Portalschlüssel. Unten ist der Link zu meinem Online-Shop. Da gibt es im Moment nämlich noch satte 30% drauf. Ja, und ich meine, der Schlüssel ist wirklich, glaube ich, ein absolutes Highlight, ja, wenn ihr den also so seht. Und mit 30% macht es hier halt wirklich richtig ordentlich was aus, ne? Kostet sonst 149 € und so spart ihr also hier nur am Schlüssel fast 50 € noch und das Ganze mit dem Code, der unten in der Videobeschreibung mit drinne ist, ja. So, andere Richtung, ziehen wir es nochmal auf, so. Dass wir das mal alles so ein bisschen da haben, ja. Genau, dann haben wir die Magic Voodoo Bottle von mir mit wirklich sehr positiven Energien drin, abgestimmt auf genau deine Thematiken. Die mache ich auch wieder von Hand und gehe da also nach den ganz klassischen Geschichten vor, wie ich das in New Orleans bei meiner Stiefmutter ja auch immer lerne. Und die hat sehr viel positive Kraft. Die wird mit engen Lichtfrequenzen aufgesegnet, mit Lourdeswasser wird alles energetisiert. Dein Vorhaben schreibst du mir, das werde ich schreiben, das siehst du hier in der Schriftrolle drin. Ja. Das schreibe ich dann immer für dich persönlich. Dann kommen entsprechend nochmal Edelsteine, Gold mit rein, Kräuter und so weiter, die notwendig sind. Jede Flasche ist dann auch, wie gesagt, nummeriert, handgemacht und kommt zu dir nach Hause. Dafür bitte eine PN. Genauso, wenn ihr einen meiner handgemachten Stäbe noch haben wollt mit der reinen Goldenergie. Pyramiden sind auch im Moment noch im Angebot. Von mir sind im Grunde wirklich, ich lasse die bei einer vergleichbaren Firma, die genau das gleiche Produkt anbietet, auch herstellen. Die verkaufen es aber viel teurer. Also bei mir gibt es die etwas günstiger und auch die Goldenergie ist gut und wichtig, dass wir die überall auch haben. Ihr könnt aber auch dann je nach Thema nochmal eine andere Pyramide auswählen. Wenn es jetzt gerade auch so um das Thema Prozesslösung oder ähnliches geht, da gibt es natürlich auch immer noch meine Buttons. Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob wir alle Kartendecks brauchen. Ich bin mir ein bisschen mit denen etwas unschlüssig. Ich glaube, ich packe die weg, dass ich die nicht. Vielleicht brauche ich sie als Zusatzinformation nachher nochmal, dann nehme ich sie. Ihr wisst, ich mache das, entscheide das immer sehr, sehr spontan mit euch. Und dann gehen wir los. Dann fangen wir da mal an, würde ich sagen. Wir schauen uns erstmal an, welche Informationen. Wir machen mal drei Stapel. Wir fangen mal wirklich erstmal mit dem Le Normand an. Nehmen wir hier auch wieder ganz alte von meiner Oma, also die gibt es auch gar nicht mehr. So, und dann nehmen wir uns mal einfach drei, so als Stapel. Dann natürlich mein Lieblingstarot, mit dem ich am liebsten arbeite. Das ist das Crowley-Tarot. Und da mache ich halt auch übrigens gerne die Edition mit dem Goldschnitt. So, einfach auch mal zu wissen, haben wir dann vielleicht einen Schatten mitgenommen aus dem Vorleben. Weil das ist ja auch ganz oft der Punkt,
dass wir etwas mitgenommen haben, was uns im Moment einfach blockiert oder uns vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, ja. Voilà. Jetzt dürft ihr aber erstmal wirklich auswählen, ja, welchen Stapel ihr haben wollt. Wollt ihr links, Mitte, rechts, 1, 2, 3, A, B oder C? Ihr entscheidet kurz jetzt, lasst euch einfühlen und dann schauen wir da rein. So, ihr habt euch entschieden, das ist schön. Weil dann fangen wir wirklich an. Beginnen wir erstmal hier zu schauen, was für Informationen kriegen wir über dieses Vorleben. Wir haben den Berg, wir haben die Maus und wir haben den Anker. So, also der Berg. Es sind zwei Karten dabei, die schon mal zeigen, dass es ein armes und karges und schweres Leben war. Das ist der Berg und die Mäuse. Beide stehen in der Karma-Legung für Armut, für Einsamkeit, für ein sehr bescheidenes Leben, für ein sehr anstrengendes Leben. Und trotz allem haben wir den landschaftlichen Hinweis, wird irgendwo auf jeden Fall in den Bergen gewesen sein. Das kann also vom Schwarzwald bis zu den Alpen alles möglich sein, ja. Also es war auf jeden Fall eine Gebirgslandschaft, das kann ich euch sagen. Es war ein sehr schweres, armes, karges Leben, ja, was man da gemacht hat oder gelebt hat, ja. Man kann durchaus auch mit den Händen viel gearbeitet haben. Die Karte steht hier auch immer für ein Handwerk. So, jetzt kann das auch eine Hafenstadt noch sein. Eine Hafenstadt, wo hinten dran aber ja, die Berge kommen. Also gut, das gibt es ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass es das nicht gäbe. Aber eben, es kann auch eine karge, felsige Landschaft zum Beispiel sein. Ne? Aber es gibt hier durchaus noch den Aufschluss auf einen Hafen. Auf einen Hafen, der ist also sehr, sehr, sehr wichtig. Also das sind diese Hinweise, die wir jetzt mal erstmal so aus dem Le Normand haben. So, was bringen wir in dieses Leben jetzt mit? So, da liegt halt jetzt gleich erstmal die Nutzlosigkeit da. Also das zeigen hier die sieben Schwerter, Futility. Also man hat immer nur Teilerfolge erlebt im Leben. Immer war es vielleicht für dich in deinem Leben so, dass der Sieg oder der Gewinn in ganz greifbarer Nähe war, aber du es nie erreichen konntest, ja. Du hattest auch so vielleicht den Hang wirklich zum Verlieren, hast dich dazwischendurch vielleicht auch so als Loser gefühlt, ne, mit dieser Karte hier, ja. Und trotzdem brauchst du sehr viele Komplimente, sehr viele Bestätigungen, weil du auch sehr vielen Beleidigungen, Mobbing, Frechheiten oder Ähnlichem ausgesetzt warst. Ne? Du neigst aber dazu, manchmal Vertrauen zu missbrauchen, um dich bei anderen zu profilieren. Das machst du unbewusst, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ja? Hast aber aus diesem Leben heraus eine große Wankelmut und auch ein bisschen eine Unzuverlässigkeit mitgebracht. Jetzt schauen wir uns das Schattenthema dazu nochmal an, ja. Today for tomorrow. Heute für morgen. Das heißt, verliere hier in jedem Falle nicht deine Ziele aus den Augen. Du hast ja hier das immer wieder gehabt, dass die Ziele so zum Greifen nahe waren, aber das halt einfach insgesamt aufgrund dieser vorhergehenden Vorlebenerfahrung hast du das mitgebracht. Und die Karte sagt im Grunde, das ist sogar eine recht gute Karte aus dem Deck, dass du jetzt einen anderen Weitblick bekommst.
Und das ist doch mal schön. Also da kommt ein ganz anderer Weitblick rein. Und wie gesagt, auch die Möglichkeit, deine Ziele zu erreichen. Also geh über diesen Punkt hinweg, setz dich mit dem Thema, was die sieben Schwerter hier einfach sagen, was ich dir da gesagt habe, dazu, dass man eben vieles nicht erreicht hat und dadurch, ja, eben auch seine Kraftreserven total aufbraucht. Also es das heißt auch, die Karte zeigt auch an, dass deine Kraftreserven zumindest im Moment unter diesem Vorleben leiden, weil sie einfach ganz schnell verbraucht sind. Es ist wie ein Handy-Akku, der in wenigen Stunden runter ist, ja. Und so musst du dir das jetzt im Grunde eigentlich vorstellen. Interessant, wir schauen ins nächste Bild hinein. So. Wir schauen in das nächste Leben hinein. Und wir haben Schlange, Buch und Kreuz. Das ist auch eine recht interessante Kombination, muss ich sagen, ja. Weil die Schlange ganz oft auf einen Heilberuf hindeutet in der Karma-Legung. Und mit dem Buch kann das ein studierter Beruf gewesen sein. Es kann also auch ein Arzt gewesen sein. Oder irgendetwas. Also auf jeden Fall Gelehrter. In der Kombination kann es auch sein, dass du dich mit Astrologie beschäftigt hast. Auch dieses Thema wäre da, also durchaus auch ein okkultes Leben, ja. Was auch nicht immer ganz so einfach war, wenn man jetzt hier das Kreuz also einfach mit ansieht, ja. So, von wo hast du da gelebt? Wo war das? Lustigerweise kann das Indien gewesen sein in der Kombination. Es kann Indien und auf jeden Fall ländlich. Es war kein städtisches Umfeld greifbar, also wo du auf jeden Fall praktiziert hast. Also du hast irgendwas praktiziert in der Richtung. So, was hast du aus dem Leben heraus mitgenommen? Wow. Das ist natürlich eine ganz schöne Karte, ja. So, das Ast der Kelche, ja. Das ist Fruchtbarkeit, das ist Schönheit, das ist Vergnügen, das ist aber auch ein Glück. Vielleicht hat ja auch dieses alte Wissen, vielleicht kommt es langsam so hoch bei dir und dir das wirklich sehr viel Glück bringt, ja. Weil du Überfluss erlebt hast, ne? Und das vergoldete Verzeihen, Gilded Regret, kommt hier dazu. Also es ist trotzdem ein Punkt aus dem Leben, der sich hier immer wieder bei dir gezeigt hat, ist, dass, ja, dass es immer wieder auch darum geht, versöhnlich zu sein. Also du bist immer wieder, vielleicht auch gerätst du oft in Situationen rein zwischen zwei Menschen. Und bist in einer klassischen Schlichtungssituation, ja. Aber auch musst du deinen Ahnen, deiner Ahnenlinie hier absolut verzeihen. Also das ist auch eine ganz wichtige Information dieser Karte. Dazu vor allen Dingen wiederum in der Verbindung hier mit diesen, also die zwei Karten in der Verbindung, zeigen das ja auch nochmal ganz deutlich, dass man hier wirklich aus Freude heraus auch die Vergebung zelebrieren soll. Und das ist doch auch mal ganz schön, würde ich sagen. Also gar nicht so viel im Moment. Thema ist Vergebung, Verzeihen, wem oder was, welche Situation ihr da verzeihen solltet. Und das Ganze vergoldet Verzeihen, das müsst ihr jetzt herausfinden. Dafür müsst ihr euer Leben mal ein bisschen reflektieren. So, dann machen wir das auch mal wieder weg. Und gehen zum nächsten. Okay, auch ganz, ganz, ganz spannend wieder, weil der Bär auch, wir haben mehrere Länderhinweise drin, ja.
Also das ist eben so, da muss man immer so ein bisschen, erstmal war dieses Leben wirklich von Glück begleitet. Wir haben den Klee dabei, ja. Und wir haben hier wirklich ein glückliches Leben in einem Glauben. Das kann eine Priesterschaft, das kann ein Kloster, das kann eine Nonne in der Geschichte gewesen sein, ja. Und man muss sagen, ich sehe das hier, du wahrscheinlich, der Bär steht für Russland in der Karmalegung als Länderhinweis, die Sterne für eine Insel. Vielleicht warst du missionarisch tätig, so sehe ich das hier in der Verbindung, dass du irgendwo gestartet bist und dann als Missionar unterwegs warst, also irgendwo in Osteuropa. Osteuropa respektive Russland, bist du gestartet in irgendein fernes Land oder eine Insel und hast missioniert. Und das Leben war hier eindeutig männlich. Wir haben also hier den Ritter der Stäbe mit drauf, ja, und das ist nun mal eine ganz eindeutig männliche Person, ja. Und da haben wir natürlich auch wiederum diese Eigenschaften mit dabei. Großzügig. Ja, es ist auch eine Karte, die auch durchaus, er zeigt auch immer mal wieder in der Schattenseite, dass man etwas heuchelt. Und wenn man so missioniert hat, kann das natürlich auch sein, dass man hier etwas vorgeheuchelt hat, ja. Ansonsten ist es schon, war das ein sehr aktives, heftiges Leben auch, ja. Und welchen Schatten musst du jetzt bezwingen, ne? Das haben wir hier. Hier geht es immer wieder um die Selbstvergebung mit der Karte. Selbstvergebung. Selbst, dass man sich selber auch vergisst, dass man also Altes loslässt. Du hältst zu sehr an Altem hier fest und genau deshalb kommt im Moment vielleicht deine Bewegung nicht so, kommt es nicht so ins Laufen, wie du das vielleicht gewohnt bist. Und auch hier findet eine Bremse statt. Das heißt aber wirklich, du bremst dich selber durch dich aus, ja. Vielleicht hältst du dich auch für allwissend oder denkst auch, nee, da muss ich keine Weiterbildung machen, das kann ich auch so oder da kaufe ich mir vielleicht lieber ein Buch. Also vergiss das alles mal. Konzentrier dich auf dein Ziel und wer dich da vielleicht auch hinbringt. Stell dein Ego zurück, ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Auch die eigenen Bedürfnisse ein Stück weit erstmal zurückstellen, ja. Weil dieser Kombination, wenn man dann wieder beide Karten sieht, ja, kann es auch sein, dass man in einem selbst eine Lebenslüge gegeben hat. Und das wäre auch keine positive Richtung für ein Leben. Das muss man jetzt einfach so sagen, ja. Also auch da kann dir zum Beispiel wieder der Portalschlüssel natürlich super helfen, in die eigene Stärke, in die Selbstvergebung zu gehen und aus diesem Ego-Thema heraus, genauso wie die Gold-Energieprodukte. Ob es der Button ist oder der Stab oder die Pyramide oder auch die Flasche. Es ist ganz interessant, es ist spannend. Vielleicht habt ihr da auch einen Hang dazu. Wie gesagt, Selbstlüge, sich selber zu belügen oder sich etwas schön zu reden, ist auch nicht gut. Und die Selbstaufgabe, ein bisschen aus dem Ego-Thema herauskommen, auch mal den Blickwinkel zu verändern in einer Partnerschaft, im Leben, bei den Kollegen oder ähnlichem. Ja, ich fand das jetzt ganz spannend, Leute. Für ganz ausführliche Beratungen bin ich natürlich sehr gerne auf allen Kanälen erreichbar für euch. Dann können wir auch mal das genauer analysieren, auch die Themen. Die Themen natürlich auch mit den Energieboostern entsprechend auflösen.
mit meiner Energiearbeit, mit den Portalwünschen. Wenn ihr in meinem Newsletter drin seid, dann habt ihr ja jetzt schon die Portaltage, alle die ganze Übersicht und die bekommen für den Oktober. Da haben wir einiges, was los ist. Das werde ich ein separates Video noch dazu machen, weil da ist einfach ganz viel da, was da passiert. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine gute Restwoche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne mal Kommentare. Ich bin für Kritik auch immer offen und auch dankbar. Also ich bin durchaus kritikfähig, wenn euch was nicht gefällt oder wenn ihr sagt, Mensch, probier es mal anders, mach es mal so oder so. Dann hinterlasst mir da auch gerne einen Kommentar, die lösche ich auch nicht oder so. Ansonsten freue ich mich über ein Abonnement und gerne dürft ihr das Video natürlich auch in allen euren Kanälen teilen. So, meine Lieben, seid geherzt, seid umarmt, von ganz viel Liebe, feel good, euer Malkiel.